Sequenz Siegen, Erinnerung 3. Wir haben Bellecks Meister-Assassinen-Montur freigeschalten. Sie müssen anonym werden. Ich bin nicht anonym. Okay. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergos infizierten Daten schnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Boah, ist das am Vibrieren. Leck mich am Arsch. Los, 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 los. Warum passiert das denn dauernd? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Erfolg 7, Erfolg vorgestellt, ein gelöstes Rätsel. Sequenz 7 abgeschlossen. Oh. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Warum sind wir jetzt in der Kanalisation? Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Okay. Oh. Wow. Das besetzte Paris 1944. Was? Was? Den Eiffelturm erreichen. Ich darf den Eiffelturm raufklettern? Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Halten Sie sich von mir. Ich führe dich so gut es geht. Jetzt kümmern. Nicht gerade die einfachste Sache. So, den Eiffelturm erklimmen. Dann tun wir das mal. Wie geil ist das denn? Das ist hier vielleicht auch nicht so gut. Die haben bessere Waffen. Die können mich schneller töten, wahrscheinlich. Okay. Klettern wir mal ein bisschen in die Richtung. Gehen wir eigentlich direkt hoch? Nein, wir kommen hier nicht hoch. Oh nein! Was war das denn jetzt bitte? Was war das denn für eine Aktion? Warum lässt das Spiel mich sowas tun? Uh-oh. Ey, wie cool ist das denn? Dass wir hier im Eiffelturm rumklettern können. Zwar nur ganz kurz jetzt. Oh. So ein Minispiel-Gedöns. Aber wir können's. Und das ist echt cool. Erste Plattform haben wir erreicht. Okay. Die Spitze erklimmen. Ja, dann Manto. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Hier rutscht bestimmt gleich irgendwas ab. Oh! Strom. Das war da auch noch nicht so wirklich. God damn it. Komm, Leiter. Okay. Jetzt müssen wir schon ziemlich weit oben sein eigentlich. Oh. Huh. Was ist das denn?
Deckung gehen. Cool. Aber jetzt weiter. Ist auch kein Ballerspiel, das ist Assassin's Creed. Soll ich wirklich auf den Gene hier drauf? Da ist er. Dein Ausgang. Beeilung. Witzknoten. Beeilung. The fuck, wie groß das hier ist. Leck mich am Arsch. Das ist natürlich nicht alles gerendert, ne? Aber es sieht echt cool aus. Aufzug. Ach, schade. Ich dachte, der geht noch ein Stückchen höher. Oh. Hier oben sind noch Scheinwerfer. Du kannst mich doch mal so verarschen. Wie sollen denn hier oben noch Scheinwerfer hinkommen? Und warum sollten die hier oben das Ding absuchen? Hier links rein. Wenn du in der Lage bist dazu. Hallo. Der bewegt sich wieder gar nicht. Sehr gut. Jetzt bitte nicht runterfallen. Das könnte etwas wehtun und wir können den ganzen Spaß nochmal machen. Die sehen aus, als hätten sie gesoffen. Warum schießen die denn mit dem bescheuerten Loch? Zwei Flugzeuge sind noch. Eins haben wir. Sehr nice. Ach ja, da haben sie sich wieder was Schönes überlegt, finde ich. Aber das finde ich echt cool, dass wir jetzt 1900 und ein paar zerquetschte hier sind. Während des... Nein, nicht runterspringen. Während des Krieges, während der Belagerung. Und den Eiffelturm erklimmen können. Finde ich echt cool. Muss ich sagen. Ich will dich nicht nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil. Ja, ich bin ja dabei. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Da unten? Das reicht, du musst springen. Oh, aber knapp, du. Leck's mir im Arsch. Schick, schick, schick. Serverbrücke. Nice. Das fand ich echt cool. Nun, ewig lange Ladebildschirm. 3 Terala, ich lade da. Ladebildschirm. Ah. Und voilà, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Super. Jetzt aber erstmal Charakteranpassung. Fähigkeiten, wir haben 6 Punkte.
Haben wir irgendwas Neues freigeschalten? Nee, ne? Da wir jetzt Sequenz Dingens abgeschossen haben. Wir könnten natürlich Schlösser knacken machen, aber bringt uns nichts. Wir könnten auch Gesundheit machen. Aber erstmal die Ausrüstung, Ausstattung. Wir ändern unsere Farben nochmal. Grün. Grün. Passt zwar überhaupt nicht in die Zeit, aber egal. Tiefer Wald. Sehr schön. Egal. Brust. Da haben wir doch eine dicke bekommen. Hier, legendärer Phantommantel. Ach ne, den können wir kaufen. Welche haben wir denn bekommen? Wir haben noch einen bekommen. Oder bin ich blöd? Hä? Aber wahrscheinlich eine ganze Montur, oder? Aha. Bellex Meisterassassinen-Montur. Dann sehen wir nur aus wie der. Der ist ja blöd. Nee. Okay, haben wir irgendwas Schönes, was uns ein bisschen weiterhelfen könnte? Was vielleicht nicht allzu teuer ist? Verbesserte Phantom-Kniehosen. Laterische Kniehosen. Kaufen wir uns die doch mal. Tada! Direkt verbessern. Natürlich. Taille. Haben wir irgendwas im Besitz? Was besser ist, das hier. Unterarme. Haben wir hier irgendwas im Besitz, was besser ist? Nö. Brust. Gehört uns hier irgendwas, was besser ist? Nein. Und Kopf. Ne, da würde ich doch gerne den behalten. Obwohl der besser ist. Nehmen wir den. Gut. Hätten wir das schon mal. Dann sind wir schon mal Stufe 4. Das Besitz ist Paris freigeschaltet. Riss freigeschalten. Zusätzliches Einkommen. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, wir sind direkt hier in der Nähe. Dann können wir auch eben unsere Truhe leeren. Le Café Théâtre. Oder Théâtre. Keine Ahnung. Der Mann ist ein Rätsel. Und das missfällt mir, wenn man in meinem Haus Geheimnisse vor mir hat. Kannst du das sollte reichen? Bla bla bla. Natürlich. Nun, wir geben uns auf unsere nächste Quest. Und zwar die Korrespondenz des Königs. Die zufälligerweise direkt vor unserem Haus ist. Ja. Beziehungsweise mal wieder vor den Templern. Stimmt, wir haben gerade einen Templer, wir haben gerade einen Assassinen ermordet, deswegen könnte das ein kleines Nachspiel haben. Könnte. Nimm, geh doch einfach zur Mission. Das wird doch viel einfacher. Wie geht es dir, Anno? Hi, sehr gut. Ich brauche noch was. Zwar. Erstmal wieder alle Rauchbomben. Die musste ich nämlich bei dem Kampf sehr benutzen. Und Munition auch wieder. Den Rest müsste ich noch haben. Ja, die Triche ist jetzt nicht so schlimm. Wir brauchen nicht unbedingt 24 Dietriche. Glaube ich. Der ist ja langsam unterwegs. Ja, vielleicht kann ich hier drin auch einfach nicht schneller laufen. 2 Punkte kriegen wir.
So, was passiert denn jetzt? Wenn wir dem Piraten mitteilen, wen wir ermordet haben. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Okay. Das ist anscheinend vollkommen egal, dass ich einen Assassinen ermordet habe. Okay. Gut. Nehme ich einfach mal so an. Jetzt soll ich irgendwelche Briefe mitnehmen. Bereit? Anlegen! Feuer! Gute Arbeit! Zurück auf die Posten! Das sind aber nicht 20.000. Vive la Revolution! Vive la Revolution! Ja, ist ja gut. Okay. Darf ich was machen? Danke. Den Palast infiltrieren. Ja. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Ups. Zwei Tote. Wie kommt das? Wo kommt der gucken? Kommst du gucken? Nein. Schade. Kommst du gucken? Komm gucken. Komm gucken. Komm gucken. Oh, da steht auch noch einer. Ja gut, dann dreh dich um. Das ist ein Bastard. Beim nächsten Mal. Attentate aus der Deckung. Sabotierte Alarmglocken. Ja, komm gucken. War ich nicht. Hurensohn, ich bleib an dir dran. Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Ja. Komm her, komm her, komm her. Mist. Kann ich von hier raus so eine Kirschbombe werfen? Ja, tu das doch. Damit. Nein, hab ich nicht.
Versuch's. Aua. Da bist du ja. Tschüss. Hey du, bleib einen Moment stehen. Keine Zeit jetzt. Wie viel habe ich denn da eingenommen? Ich muss da irgendwie rin. Keine Spur. Einen Moment mal. Hallo. Was war denn? Ich bin mit euch. Halt mal offen an. Beschäftigt ihn. Ihr seid nur Teil der Säule. Jetzt geht's gerade ein bisschen besser mit. Verteidigen und ausweichen. David. Da bist du ja. Au. Nicht auf mich schießen. Geh mir alle auf den Sack hier. Puh. Ja, Attentat aus der Deckung ist immer schwierig. Finde ich. Giftgasbomben voll. Ja, ich habe leider noch keine Giftgasbomben. Aber okay. Wir finden noch ein paar Rauchbomben. Ich finde das aus der Deckung immer echt schwierig, weil die halt nicht immer in der Deckung stehen oder an der Deckung vorbeilaufen. Die dann erst hinzulocken. Du lebst noch. Da stehen zwei Truppen, die mich noch nicht gesehen haben. Stehen nur die beiden? Ja. Sieh dir das mal an. Gold. Ups. Beide tot.